Ja, das war jetzt mein erster Campingausflug heute. Also von gestern auf heute. Ich stehe hier auf dem Stellplatz in Bad Westernkotten. Außer mir sind noch ein paar andere Reisemobile hier. Ich vermute mal so um die 12, 13, 14 werden das wohl sein. Dieser Kollege hier hat mir heute Nacht etwas Ärger bereitet. Aber dazu werde ich gleich noch drinnen ein bisschen mehr sagen. Das Dach hat sich heute Nacht nicht hochgeklappt, um noch ein bisschen Wärme zu haben. Ein bisschen mehr Wärme. Jetzt gehe ich mal rein ins Wohnmobil. Ich möchte den Nachbarn nicht wachquatschen. Also. Es war soweit echt schön. Es war gemütlich. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass dieser Automat, den ich gerade draußen gezeigt habe, hier vorne ist er nochmal, nur 50 Cent Stücke genommen hat. Und ich habe mir gestern in weiser Voraussicht, weil ich ziemlich viel Strom brauchen werde, wegen dem Kollegen da, habe ich mir gestern bei dem Einkauf relativ viel Euro-Stücke geben lassen und nicht ein 50-Cent-Stück. Ein einziges hatte ich noch in meinem Aschenbecher von der Parkgebühr übrig behalten, zum Glück. Und das war heute Nacht relativ schnell verbraucht, nachdem um circa 12 Uhr heute Nacht die Temperatur so weit gesunken war, dass der Heizlüfter ansprang. Ja, der ist dann ungefähr eine halbe Stunde, Stunde gelaufen vielleicht. So genau weiß ich es nicht. Und dann war er aus. Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du doch mal nach, ob die Steckdosenleiste noch leuchtet. Jetzt leuchtet sie wieder. Aber da war sie aus. Also war mir klar, ich habe keinen Strom mehr. Alles suchen hat auch nichts genützt. Ich hatte wirklich nur das eine 50-Cent-Stück und so habe ich den Rest der Nacht dann relativ frieren verbracht, aber es ging eigentlich. Also ich war gut zugedeckt und das passte schon. Und heute Morgen bin ich dann rübergelaufen zur Hütte, weil ich dachte, vielleicht treffe ich da jemanden an, der mir nochmal schnell eben ein Euro-Stück wechseln konnte. Aber es war keiner da. Aber ich traf einen anderen Camper und der hat mir dann mit 2,50-Cent-Stücken ausgeholfen. Jetzt habe ich heute Morgen nochmal alles aufgewärmt, die Sachen wieder zusammengeräumt und werde mich jetzt klar machen zur Abreise. Alles in allem muss ich sagen, schläft man sehr gut in dem Wagen. Vermutlich schläft man auch viel besser, wenn es schön warm ist. Aber das Bett ist bequem. Ja, es macht Spaß, auf jeden Fall. Okay, tschüss.